Willkommen zurück, Folge 9. Wir machen weiter, wo wir stehen geblieben sind. Bevor wir aber hier groß anfangen zu starten, möchte ich euch einmal das zeigen, was ich versprochen hatte mit dem Datum hier unten. Dort unten sehen wir jetzt Juli, Sommer 1835, 6 Uhr irgendwas. Wir gehen jetzt hier auf Einstellungen oder Einstellungen ändern. Dann gehen wir auf Neues Spiel, machen ein neues Spiel hier, Einstellungen, und dann gehen wir hier auf Show Months und stellen uns dort mal die 4 ein. Die 4 ist dann die Konfiguration, die ich hier unten haben möchte. Das ist dann Sommer, 9. Juli, blablabla. Also ihr habt gesehen, das funktioniert, wie ich es erzählt habe. Dann könnt ihr das hier einfach wegixen und ihr seid natürlich immer noch im selben Spiel. Das ist kein Problem. So könnt ihr übrigens auch die Map herausfinden, mit der ihr am Spielen seid. Wenn ihr mal nicht mehr wisst, welche Map ihr hattet, dann einfach auch dort einmal das Spiel laden, einmal dort oben hin, und dann wird die Map automatisch ins neue Weltfenster reingeladen, auf der ihr zuletzt gespielt habt. So, jetzt habe ich die Uhr natürlich wieder nicht mitlaufen lassen. Sehr schön, ist egal. Heute Thema Nahverkehr. Wir haben jetzt schon ja ziemlich viel unterwegs, und wir müssen unsere Städte halt auch mal versuchen, die Fahrgäste mit auf die Schiene zu bringen. Irgendwann wollen wir ja unten aus diesem 130 Millionen Minus raus. Wir öffnen erstmal mit der Umschalttaste und T unser Stadtfenster, dann gehen wir einmal auf Einwohner, dann machen wir auf Absteigend und dann sehen wir, Brüssel ist unsere größte Stadt. Dann fangen wir in Brüssel doch einfach mal an mit unserem Nahverkehr. Ja, bevor ich dort jetzt groß anfange, gehe ich erstmal hier oben hin und nehme einmal diesen Autobus hier, den muster ich einmal aus. Ja, bisschen schneller bitte. Und dann lösche ich die Linie, weil ich ja jetzt eine komplett neue Linie erstelle. Ja, wichtig dabei ist jetzt, dass wir uns ja so einen Zentralbahnhof überlegen. Also wir haben jetzt natürlich hier schon einen Hauptbahnhof stehen oder einen Bahnhof stehen. Den können wir natürlich jetzt für die Busse auch als Zentrale nehmen, dass die Busse dort an- und abfahren. Es ist immer ratsam, Buslinien nicht untereinander zu verkuppeln, es sei denn, es sind wirklich kleine Randbuslinien, da die Fahrgäste sonst ja sich auf die Linien verteilen und ja ihr nicht so recht mitbekommt, wenn auf einer Linie irgendwo ein Problem ist. Wenn ihr die Linien wirklich getrennt voneinander haltet, dann könnt ihr immer ja habt ihr einen relativ guten Überblick, wie viel auf den Linien los ist, und könnt dementsprechend dann die Buslinien dort ausbalancieren beziehungsweise ja die Kapazitäten gezielt erhöhen. So, wir haben jetzt hier Brüssel. Brüssel hat schon 4000 irgendwas Einwohner, etwas über 4000. Dann bauen wir uns jetzt hier erstmal einen Busbahnhof hin. Ich baue meine Busbahnhöfe immer gerne so, dass von einer Seite reingefahren wird, von der anderen Seite wieder raus. Ja, Brüssel ist jetzt hier ein kleiner Bahnhof. Ich werde hier oben jetzt erstmal ein bisschen was abreißen. Das mache ich jetzt einfach nur, um Platz zu schaffen neben dem Bahnhof, weil irgendwann, also Brüssel wird ja noch größer werden und wir brauchen halt den Platz rund um den Bahnhof, beziehungsweise müssen auch irgendwann Platz für die neuen Gleise haben. Ja, dann fangen wir mal an. Ich nehme hier die 50er normalen Straßen. Die ziehe ich mir mal, ich mache das eigentlich immer gerne so rum. Na, dann ziehen wir uns die mal hier rüber. Dann können wir hier. Also das sieht jetzt alles überdimensional aus, was ich hier baue. Aber das ist, zukunftsorientiert ist das wirklich nötig später. Also das ist, das baue ich jetzt nicht nur so, weil es ja mega aussieht oder weil wir es nicht brauchen können, sondern also wir brauchen das wirklich später. Ja, wir bauen uns jetzt hier eine Bushaltestelle hin. Hier sowas, so ein einfacher Glasbau, der reicht jetzt. Erstmal nur zwei Stück, das reicht voll und ganz. Dann machen wir hier natürlich eine Einbahnstraße draus. Hier darf auch keiner rein und rausfahren. Hier darf keiner reinfahren, dort darf keiner rausfahren. Und dann kommt hier noch ein Auswahlschild hin. Das ist dafür wichtig, dass die Busse, wenn die von oben reinkommen, die werden dann hier auf eine der freien Busplätze fahren. Ja, fangen wir mal an. Erste Linie, ich bleibe hier oben bei diesen ja, Glashaltestellen, die wir hier haben. Dann müssen wir uns natürlich einmal hier die Abdeckung angucken. Dann können wir hier diese beiden Bushaltestellen auch mal abreißen erstmal. Und dann geht's los. Ja, fahren wir hier erstmal eine gemütliche Runde raus. Dann hier, da können wir schon die nächste hinsetzen. Also ich mache das jetzt wirklich so Pi mal Auge, so dass nicht alles abgedeckt ist, aber eine ganze Menge sollte schon abgedeckt sein.
Und dann, ja, fahren wir doch hier nochmal hoch. Genau. So, das ist dann unsere erste Buslinie hier. Brüssel bekommt dementsprechend auch ein eigenes Depot, beziehungsweise hier müsste ja schon eins sein. Das reiße ich auch mal ab und das bauen wir uns woanders hin, wo wir es nämlich besser gebrauchen können, nämlich dort, wo unsere Busse fahren sollen. So, da unser Depot hin. Ne? So, bei 4000 Einwohnern, da ist mit ein bisschen mehr Verkehr auf der Straße zu rechnen. Da setzen wir halt einen etwas größeren Bus ein. Ich nehme in dem Fall hier den MB0 530 oder MBO 530, ja, weil das einfach so für mich der typische Stadtbus ist. So, dann eine neue Linie erstellen. Dann starten wir hier im Brüssel Bahnhof. Dort stelle ich auf 100% ein und lasse ihn dann, ja, in unserem Spiel kann ich ihn ruhig 256. des Monats warten lassen. Weil wir haben ja die Zeit auf langsam gestellt. Also da ist einfach nur, wenn wir nachher mehrere Busse auf die Linie einsetzen müssen, dann ja, stauen sich hier die Busse zwar ein bisschen unter Umständen auf, deswegen auch diese Größe, aber die Busse, die fahren halt nicht hintereinander weg. Und das ist nämlich das Problem, was im Nahverkehr riesengroß ist, ist, dass die Busse auf Dauer hintereinander herfahren. Dadurch, dass der erste Bus ja die Fahrgäste mitnimmt, dadurch nicht mehr ganz so schnell ist oder nicht mehr so schnell beschleunigt, fahren die anderen Busse auf. Und dadurch werden halt die ganzen hinteren Busse, die werden dann halt ja, leer fahren, es sei denn, an einer Haltestelle sind genug Passagiere, die den voll machen. Also immer an einer Haltestelle immer so eine kleine Wartezeit einrichten. Ja, am besten wäre natürlich immer die Endstation, wo kein anderer Linienbus mitfährt, aber durch die Größe von unserem ja, Zopfbahnhof hier am Bahnhof kann man das dann halt wieder rausholen. Also es gibt Leute, die bauen Ringlinien, es gibt Leute, die bauen einfache Linien, wie sie normal sind, also hin und zurück auf denselben Bushaltestellen. Ich mache das gerne auch so. Und ja, weil dadurch verteilen sich die Fahrgäste auch besser. Weil wenn hier jetzt an Brüssel Rathaus, sagen wir mal, 300 Fahrgäste stehen, die nach dem Bahnhof hin wollen, wenn ich eine Ringlinie habe, dann werden die immer nur in eine Richtung gekarrt. Wenn ich aber keine Ringlinie habe, dann wird auf dem Hinweg, werden alle Fahrgäste, die jetzt nicht zum Bahnhof wollen, sondern hier oben irgendwo hin, die werden erstmal abtransportiert. Dadurch kann ich dann halt in zwei Richtungen die Fahrgäste abtransportieren. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden, wie er am liebsten am besten spielt. So, das ist unsere erste Buslinie. Ja, von Brüssel geht es nach London, von London nach Paris. Von Paris geht es ja fast schon überall anders hin. Also zumindest fährt der TGV bis München. Von München geht es ja eigentlich fast überall hin. Okay, jetzt haben wir hier noch eine Menge Platz. Ja, die Bushaltestelle da, die werde ich wohl gleich auslassen müssen. Aber fahren wir erstmal hier beim Donauzi irgendwas vorbei hier. Dann fahren wir erstmal hier nach oben. Dann fahren wir hier raus und hier in die Sackgasse rein. So, das ist dann unsere zweite Linie. Erstmal. Und das sollte dann auch erstmal reichen, um genug Fahrgäste nach Brüssel an den Bahnhof zu holen. Neue Linie erstellen, 1, den Bahnhof hier, also die Bushaltestelle lassen wir aus, weil das jetzt eine Bushaltestelle ist, an der der Bus zweimal fahren würde. Rein von der Theorie hier. 1, 2, 3, 4, das ist okay, das ist jetzt eine kleinere Linie als die erste. Brüssel Bahnhof wieder 100% auf 256 einstellen. Und dann können wir den auch losschicken und dann müssen wir unsere Linie noch benennen, bevor wir nachher in Chaos kommen. Ich mache das immer gerne einfach den Stadtnamen. Und dann halt je nachdem 1 und Brüssel 2 in dem Fall. 2. So, ihr seht jetzt hier unten, da fährt der erste Bus, der ist schon unterwegs. Der ist schon auf Linie. Und wir haben auch schon überall so ein bisschen Fahrgäste. Hier stehen schon 24. Die wollen alle nach Transfer H hier oder ja, 2 alle. Haben wir jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, ihr seht, die Fahrgäste, die wollen hier auch wirklich befördert werden. Dadurch holen wir uns natürlich die Passagiere jetzt alle hier aufs Gleis rauf. Wir können im Großen und Ganzen können wir einfach mal hier via Menge gucken, dann sehen wir auch genau, wer wohin. Also Brüssel Bahnhof, hier sind schon mal 7, die irgendwo über den Bahnhof mit dem Zug weiter wollen. Hier sind es 27, also es lohnt sich auf jeden Fall. Wir machen unser Stadtfenster wieder auf, ne? Geht es jetzt nicht, oder was? Oder wie? Na? Mach jetzt keinen Muck hier.
Ach, Umschalttaste war an. So, ein Monat. Zweitgrößte Stadt ist Kassel. Gucken wir mal rüber. Ja, da lohnt sich es noch nicht. Machen wir mal ab 1000 Einwohnern können wir mal immer so ein bisschen, ja, den Nahverkehr machen. Alles andere, das ist, die meisten Fahrgäste, die wohnen sowieso erstmal im Rathaus. Also, insofern lohnt sich das nicht. Und ja, Busverbindung hier für drei, vier Leute einrichten, das ist meines Erachtens auch Quatsch. Also nehmen wir 1000 als Marke. Gucken wir in jeder Folge gucken wir mal immer 1000, 2000, 3000, gucken wir immer über die Städte rüber. Dass wir dort den Nahverkehr mal machen. So, dann gehen wir mal erstmal auf die Insel, die wir letzte Woche angeschlossen haben. Mit Insel ist natürlich gute alte Kingdom gemeint hier oben. Dann fehlen jetzt natürlich noch. Nee, haben wir schon da? Okay. Und zwar werenden wir hier ja, erstmal eine Linie erstellen, die restlichen Städte hier auf der Insel mit anschließt. Es ist dort der HTC, nennt sich der Zug, der sich gewünscht worden ist. Den habe ich aber jetzt noch nicht drin. Der ist noch nicht als. Also da muss ich das Addon erst noch runterladen. Werde ich jetzt erstmal einen anderen Zug, einen englischen natürlich, auf den Weg schicken. Gehen wir mal nach Hamburg. Ja, jetzt habe ich schon wieder die Umschalttaste. Gehen wir mal nach Hamburg kurz. Gucken uns hier mal an. Das wäre dann Class 44. Ja, das ist auch ein Engländer. Ich glaube, ne? Ich hatte irgendwo noch einen anderen Engländer. Ja, ich werde da erstmal diesen Class hier losschicken und dann in der nächsten Folge können wir den ja nochmal wieder umbauen. Der fährt 160 in der Spitze, ist natürlich Strom, Elektrotraktion, also müssen wir eine vernünftige Infrastruktur da drüben auch aufbauen mit Oberleitungen und 160er Gleisen. So. 160er, dann fahren wir aus diesem Bahnhof so rum heraus. Ja, ich glaube nicht, dass wir dort irgendwie groß zwei Bahnsteige brauchen, weil der kommen ja von beiden Seiten einer. Muss ich halt jeweils ein Signal vor und hintersetzen. Ne, von unten kommen zwei Züge. Also doch besser ein zweigleisiges Bahnhöfchen hier hinbauen. Müssen wir natürlich hier ein bisschen 330er natürlich hier. Und hier ein bisschen rausbauen, damit wir eine Auslauffläche haben für das Auswahlsignal auf dieser Seite. Auf der Seite können wir erstmal nur können wir das erstmal so lassen. Das ja, ist Jacke die Hose. So, hier ein Auswahlsignal hin und hier ein normales Signal. Es wird schon wieder dunkel. Warum läuft denn die Zeit so schnell? Er wollte doch gerade sagen, Zeit lief doch etwas schnell. Naja. Gut. 160er Gleise waren stehen geblieben. Mal hier gucken. Was haben wir denn hier? Es wird eine reine Küstenlinie. Fast. Exeter. Plymouth. Plymouth. Ach, dieser Name, das geht gar nicht. Engländer. Also nichts gegen unsere Freunde von der Insel. Aber zwei Sachen, die sie nicht haben. Die Sprache, weil das Oxford, das geht gar nicht. Und Kultur beim Essen. Haben sie auch nicht. Ja, wer sich zum Frühstück schon Bohnen mit Speck reinzieht, der kann für meines Erachtens nicht mehr ganz sauber sein. Ohne dass ich jetzt hier irgendjemand beleidigen will. Das ist einfach nur freie Meinungsäußerung. Ja, ich muss hier die Bau-Buttons erstmal finden. Sind natürlich ein bisschen viel angebaut. Aber müssen wir die Bäume machen wir weg. Hier, so, komm. Dann sieht man auch ein bisschen was, auch wenn es dunkel ist. So. Dort rüber. 160er Brücke natürlich. Und dann geht es jetzt wieder per Klick und sofern ich jetzt hier Exeter finde. Ist eine ganz schöne Ecke hier, wa? Meine Herren, ey. So, Exeter. Erster Streckenabschnitt. Ja. Jetzt wollte ich hier die
teuren Stromschienen nehmen, Stromoberleitungen nehmen. Fahren die mit Oberleitungen in England? Also ich bin aufgeklärt worden, im Ärmelkanal bis in London Bahnhof fahren sie mit Oberleitung. Wie ist das auf den Innerlandsstrecken? Da könnt ihr mir schreiben, kann man immer noch austauschen in der nächsten Folge. So, jetzt müssen wir nochmal wieder nach Hamburg. Gucken wir uns mal hier an, was für eine Konfiguration wir dort überhaupt nehmen. Eins, Mittelwagen, eins, zwei, drei, vier. Ja, wird jetzt nicht original sein, aber wir nehmen es mal so hin. So, dann können wir, da kann ich eine neue Linie draus erstellen. Können wir den hier nämlich zumachen. Steuerung T, Umschalttaste T, zurück nach London. Und dann können wir hier nämlich schon den ersten Stopp setzen. Und dort drüben in Exeter. Dann haben wir die Linie zwar schon mal definiert, zwar noch ohne Bahnhof, aber den bauen wir uns jetzt. So. Können wir das hier schließen. Jetzt haben wir nämlich den Vorteil, dass wir den Zug hier zu jeder Zeit anklicken können. Nämlich hier. So, Haltestelle Länge 5. Dass wir dann also hier für die Linie unsere beidseitig, einseitig, so, unsere Haltestellenlänge 1, 2, 3, 4, 5. Und dann können wir den Zug jetzt auch auf Linie schicken. Keine Ahnung. London, Exeter. Keine Ahnung, wie sich das nennt. Kommis. Und dann können wir den losschicken. So, haben wir hier den ersten schon mal, ersten Bahnhof schon mal angeschlossen. So, dann können wir gleich weiterbauen, dass wir die Linie heute fertig kriegen. Also Viertelstunde ist jetzt schon rum oder etwas mehr, da ich die Zeit ein bisschen später angefangen habe zu stoppen. Wenn euch das zu lange ist mit einer halben Stunde, dann sagt mir das. Ich mache gerne kürzere Videos, habe ich kein Problem mit. Ich dachte nur eine halbe Stunde, das schafft man mehr. Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass ich mal eben zwei Linien dahin geklatscht habe. Hingeklatscht trifft es bei mir auch, wisst ihr. So, Plymouth. Dann war hier noch irgendwo ein Städtchen. Penzance. Und von hier fahren wir dann nochmal nach St. Ives. Nach St. Ives. So. Einseitig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nehmen wir jetzt natürlich so ein bisschen verschiedene Bahnhöfe hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wasserstand, nee, einen Bahnhof müssten wir noch haben. Hier genau, Plymouth. Beidseitig, einseitig, einseitig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, Stromschienen. 160er. Bleiben wir bei. 'Haben wir das. Linie noch umändern. St. Ives. Der hält ja jetzt in St. Ives zuletzt. Ist das richtig geschrieben? Natürlich nicht. Da muss ich nochmal ein I vorsetzen. So. Linie ändern. Plymouth. 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 Oh, wie ich die Sprache hasse. So, dann St. Ives. Pisanze. Wir sind hier auf Pause. Kein Wunder, dass sich hier nichts bewegt. Pisanze. St. Ives. Pisanze. Plymouth. Und Exeter. Dann rollt der Rubel. Mal gucken hier, ob der auch wirklich rollt. Verfolgen. Und mal hier, dieses Fenster können wir zumachen. Gucken wir, ob der jetzt gleich rauskommt. Da fährt er. Da hat einer vergessen, das Licht anzumachen. Wer hat das Ding gepixelt? Wer auch immer das gepixelt hat, der wird bestimmt das Video auch sehen. Ich habe nämlich so eine Ahnung. Und Leuchtfarben für die Fenster werden, also würde ich jetzt nicht verkehrt finden. Bitte nachbessern. So.
so eine endlos lange Strecke momentan noch da runterzufahren. Also ich weiß, es gibt nachher eine Linie, die von Hamburg über Dortmund, Brüssel nach Paris fährt. Die werde ich nachher auch noch bauen. Irgendwann. Und dann werden die Züge auch nicht mehr ganz so lange bis da runterfahren müssen. Und der fährt und fährt und fährt. Steht er hier natürlich ein bisschen. Auf wartet er jetzt. Auf den TGV. So, dann wurde als Kommi geschrieben, dass die Franzosen wohl nicht so begeistert wären, wenn ein ICE durch den Eurotunnel fahren würde. Erstmal ist die Betreibergesellschaft vom Eurotunnel eine französisch-englische Gesellschaft. Der zweite Punkt ist, dass der ICE dieses Jahr im Juli die Zulassung bekommen hat für den Eurotunnel und ab 2016 ein kommerzieller Verkehr stattfinden soll vom ICE durch den Eurotunnel. Das heißt, die sind zwar nicht so begeistert davon, aber es ist erlaubt. So, müssen wir den einmal zum Depot schicken, da. Bis der Zug von oben runterkommt. Fahrplan. Können wir den schon mal löschen, sobald der Eurostar jetzt gleich durch ist. Können wir den durchschicken. Los geht's. So, jetzt fährt der Eurostar natürlich zuerst los. Steht der Eurostar da auch noch? Ist ja gleich richtig Action hier in London, wa? Worauf wartet er jetzt? Wer reserviert? Gar keiner reserviert. Okay. Gucken wir mal in London hier oben. Das wird jetzt gleich eine blöde Nummer werden hier. HTC. Jetzt müsste gleich der zweite Eurostar runterkommen. Und da ist er auch schon. So, ein Eurostar im Tunnel, einer ist hier noch auf der Linie. So sollte es eigentlich sein. Naja, egal. Ich habe jetzt mal nichts gesagt. Okay. Ja. Wir bauen dann mal weiter. Und zwar machen wir jetzt mal so ein bisschen, hier unten Richtung Süden weiter. Und zwar von München fahren wir nach Wien, damit der Railjet seine Endhaltestelle bekommt. Mal gucken, wo hier Wien ist. Das mit dem Wasser hier, das nervt mich. Also, da wäre nachher Klagenfurt. Müssen wir die Map mal aufmachen hier. Das wäre Wien. Der Eurostar, ich glaube, der fährt eigentlich noch über Salzburg. Bin ich mir gar nicht sicher jetzt. Na okay, dann muss ich das wohl für die nächste Folge nochmal nachschlagen. Also da könnt ihr dann mir auch nochmal gerne in die Kommis schreiben. Dann, worauf hätte ich denn Lust? Eigentlich hätte ich mal Lust, irgendwie Autobahnen zu bauen. Irgendwas. Obwohl, hier oben, da müssen wir noch was bauen. Dort ist die Insel Vogelflug, ja. Darüber, Öresund, wo ist Kopenhagen hier oben? Irgendwo ist Kopenhagen. Irgendwo. Da ist Kopenhagen. Öresund. Darüber bauen wir. Das wird teuer und macht Spaß. So, gucken, ob ich das hier hinkriege. Natürlich nicht. Wir sind hier auf der 844. Dort passt dann natürlich jetzt nicht hin. Nochmal. 844. Der Tunnel, der die Brücke geht dort nicht rüber zu bauen. Okay. Müssen wir mal gucken, wie viel Kästchen wir die Brücke überhaupt bauen können. 1, 2. Also das ist Anfang, Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, jetzt hängt er wieder. 8, 9, 10, ne? Eine ganze Ecke, die wir hier das Ding ziehen können, oder? Das reicht aber nicht. Okay. Machen wir hier mal Pima Auge in die Mitte eine kleine Insel rein. Auf 100. Zack, zack, zack. Und dann bauen wir das Ding natürlich original nach. Sprich, wir brauchen hier ein bisschen mehr Inseln.
Das werden wir heute wohl wahrscheinlich noch nicht fertig machen. Das Projekt habe ich aber die ganze Zeit schon auf der Zunge. Das muss gebaut werden, sonst keine Ahnung. Sonst fühle ich mich nicht wohl. So. Passt immer noch nicht? So. Erste Brücke. Zweite Brücke. Das hier nochmal wieder runter. Dritten hier hoch. Das machen wir mal hier mit diesem Button hier. Und dann jeweils zwei Felder nach unten bzw. nach oben. Das können wir eigentlich hier schon machen. So. Eins. Na, verkehrter Button. Eins, zwei. Dort lassen wir gerade. Und drei. Ja, schon wieder der verkehrte Button. Ja. Ich hab's mit den Augen heute. Eins, zwei. Und Tunnel anfangen. Eins, zwei. Auf 100, auf 843, 844 sind die. 843, 844. Gehen wir ein bisschen weiter hier rüber. Und dann. Ah, schon wieder diesen verkehrten Button da. So, Tunnel Anfang, Tunnel Ende haben wir. Zack, zack. Mal Untergrundmodus mal anschauen, wie tief wir runter müssen, damit wir überhaupt unter dem Wasser durchschlüpfen können. Dauert jetzt wieder ein bisschen. Also, da müssen wir nochmal tiefer. Wie gesagt, einmal diesen Button hier nehmen, dann könnt ihr die Gleise nach unten legen. Nochmal einen tiefer. Gucken, ob es reicht. Ja, das ist immer, da kriege ich immer Angstzustände, wenn die Maus anfängt sich zu drehen, wenn er mir den Ladebildschirm gibt, weil das ist bei Simutrans, zumindest auf meinem Rechner, immer ein schlechtes Zeichen bis jetzt gewesen. So. Und dann haben wir den Tunnel auch fertig. Untergrundmodus aus. Ja, er dreht da keine Rückmeldung, stand sogar oben drüber. Ich kriege hier Angstzustände. Ich krieg Angst. So. Dann sind wir schon mal drüben auf der dänischen Insel. Sind natürlich noch nicht ganz am Ziel. Jetzt ruckelt er. Hier gucken, wo wir hier nachher am besten rüber bauen. Das ist die schmalste Stelle hier. Gucken wir mal, ob wir da mit der Brücke komplett rüberkommen. Ich bezweifle es. Ah, passt. Sehr schön. Nehmen an noch eine. Ja, das ist das innere Gleis, das äußere. Ah, jetzt habe ich Untergrundmodus versehentlich wieder angemacht. Oder wollte den anmachen. Hier müssen wir uns jetzt Platz schaffen, damit wir das zweite Gleis darüber legen können. Das zoomen wir ein bisschen raus. Ein bisschen. Da ist noch. Das passt noch nicht ganz. Das passt noch nicht ganz. Gucken, bis wohin das passt. So. Hier runter. Ne, da muss ich nochmal eine ganze Ecke wegixen da. Das Projekt, das wollte ich schon seit ein paar Folgen bauen, habe es bis jetzt noch nicht gemacht. So,
Hier muss noch ein Zwischenstück hin. Sonst rollt dann nämlich gar nichts. Und dann können wir dort auf dem Abschnitt schon mal die Stromschienen legen. Und dann war's das für heute auch. Ihr dürft mich natürlich wie immer, na, okay, war es noch nicht ganz, da ist noch irgendwo ein Fehler drin. Jetzt ruft mich auch noch jemand an. Naja, wenn es wichtig war, ruft er nochmal an. Da ist irgendwas nicht verbunden. Irgendwas. Nochmal. Jetzt passt's. Alles klar. Ihr dürft mich wie immer abonnieren, liken, disliken. Natürlich, was ihr in den nächsten Folgen seht, in die Kommis. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.